Hallo und guten Tag zu einem weiteren Part. So, na, müssen aufpassen, hier sind ja die Geister und da habe ich jetzt nicht wirklich Lust drauf. Und ich frage mich gerade, warum sind da Schatten unter den Grabsteinen? Das werden wir wohl später erfahren. Vielleicht ist es einfach nur ein Grabsteinschatten. Okay, ja, wir waren dabei, Boris zu besuchen. Jedenfalls ein Grab bzw. seine Leiche, weil wir dort einen seltenen Schatz von ihm bekommen würden. Ja, und ja, wir waren davor, hier reinzugehen und das werde ich jetzt einfach mal machen. Ich hoffe, das ist Boris Grab. Und es sieht gut aus. Hehehe, Junge, bist du gut zu Fuß? Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ganz schön schnell. Lass uns um die Wette laufen, wenn du es dir zutraust. Sehr gerne. Okay, wir müssen dem jetzt einfach hinterherlaufen und dem Feuer ausweichen. Weil wenn wir da reinlaufen, ist klar, verlieren wir etwas Zeit. Und das bedeutet, wir dürfen alles nochmal von neu machen, weil sich ein Gang sperren wird, wenn wir nicht schnell genug sind. Dieser hier zum Beispiel und wir laufen natürlich genau rein. Sehr schön. Kommen wir durch. Oh, okay. Boah. Und ich bin falsch gelaufen, oder? Ich bin falsch gelaufen. Toll. Ah, okay. Links oder rechts? Gut. Ah, okay. Alles nochmal gut gelaufen hier. Links um. Das ist nicht nett mit der Musik. Das macht mich... Ah, na toll. Bisschen nervös. Wenn man vielleicht merkt. Naja, ist nicht meine beste Runde, aber muss sagen, es ist zum Teil auch der Controller schuld. Aber noch ist alles gut. Uah. Hui. Okay. Aber trotzdem ein bisschen knapp. Die Zeit beträgt 1:15. Junge, du bist gut zu Fuß, was? Zur Belohnung werde ich dir meinen Fanghaken anvertrauen. Damit wirst du nun an Orte gelangen, die bisher außerhalb deiner Reichweite lagen. Besuche mich doch auch mal wieder, wenn du in der Gegend bist. Dann gebe ich dir wieder etwas Wertvolles. Noch etwas. Sei auf deinem Rückweg sehr vorsichtig. Wieso? Okay. Ja, egal. So, wir werden Orte erreichen, an die wir sonst nicht kommen. Mit dem Fanghaken. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf den C-Tasten platzieren. Benutze ihn, um entfernte Objekte zu dir zu holen oder um dich an ein Objekt heranzuziehen. Halte C gedrückt und ziele mit dem Steuerkreuz, Digitalstick, was auch immer. Lässt du C los, schießt du den Fanghaken ab. Okay. Ich sage viel zu oft okay, aber... Na komm, ich will da hin. Hallo. Den rüste ich sofort mal aus. Hallo? Okay. Das ist doof. Aber... Mavi, was sagst du? Hey! Sieht das hier nicht aus wie das Symbol am Zeitportal? Ah. Ich muss kurz überlegen. Ja, die Melodien kenne ich, aber ich vergesse immer die Tasten, die man braucht, um diese Melodie zu spielen. Das ist nicht zielbringend. Okay. Wir haben die Steine wegteleportieren lassen oder sowas. Und sind in der Windmühle. Okay, und wir sehen da ein Herzteil, deswegen werde ich kurz warten und hoffe, ich verkacke es nicht.
Schimmer! Okay, ganz knapp, aber geschafft. Und oh, sehr stark. Ein Herzteil. Hast du 4 Teile gesammelt, wird die Energieleistung einen Herzcontainer erhöht. Okay. Hier haben wir schon alles gemacht, was wir machen müssen, und gehen jetzt weiter. So, ich bin ziemlich positiv. Was ist das? Brunnen? Warum ist der leer? Kann man hier irgendwas machen? Als Kind sind wir nicht runtergekommen, weil hier überall Wasser war. Aber hier kommen wir anscheinend auch nicht lang. Okay. Dann wieder hoch. Und ich möchte was ausprobieren, um uns ein bisschen Zeit zu ersparen. Kann man sich hier hochziehen? Vielleicht nicht so, sondern so. Nein, das geht nicht. Okay. Denn mit diesem kleinen Item können wir uns an so manchen Gegenständen heranziehen. Meistens Holz, aber auch verschiedene Klettergelegenheiten jetzt. In diesem Fall keine Leitern, aber so Ranken, da können wir uns dann ranziehen. So. Hier gehe ich noch nicht rein. Das möchte ich jetzt noch nicht machen. So, da ist schon wieder dieser komische alte Mann, der uns Legenden erzählt hat. Was sagt er denn jetzt? Es ist lange her. Da gab es hier einen Mann, von dem man sagte, er besäße das Auge der Wahrheit. Heutzutage muss man schon selbst ein ganz besonderes Gespür entwickeln, um die Wahrheit zu erkennen. Aber der Typ hat das irgendwie anders gemacht. Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist. Oh ja, die Geschichte des Typen und dem Auge der Wahrheit will man eigentlich nicht erzählen, weil man sonst Albträume bekommt. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch mal bei Google und ja, schaut euch die Theorien über das Auge der Wahrheit in Kakariko an. Es ist ziemlich interessant und regt auch zum Nachdenken an. Und gruselig natürlich. So, ich gehe jetzt hier raus und werde mal gucken, ups, dass ich Salia finde. Erstmal in unserem alten Dorf, im Kukiri-Tal, Land, Dorf, Kukiri-Dorf, ich weiß gerade nicht. Ein bisschen abkürzen hier. Ich frage mich ja auch, wie es den Zoras jetzt ergeht. Ich meine, wir haben sie ja damals gerettet. Was soll schon passiert sein? In 7 Jahren? Okay. In 7 Jahren passiert so einiges. So, ich nähere mich dem Zielobjekt. Okay, was steht denn hier? Schlosshalbur London Farm. Okay, es hat sich nichts geändert. Da sieht alles eigentlich auch so aus wie früher. Nur eben ein bisschen kleiner, weil wir größer sind. Oder ist die Welt geschrumpft? Tja, die Frage der Fragen. So, die Hängebrücke ist auch noch nicht morsch. Das heißt, hier müssten noch Leute leben, die sich darum kümmern. Uah. Das ist neu. Was bist du denn? Ein großer Dekoraner. Schlage zu, bevor er nach dir schnappt. Oh. Sehr viel Items. Na cool. Das Ding macht auch Schaden. Sehr schön. Und wir sehen aus unserem Dorf, ist irgendwie ein Hort des Bösens geworden. Da ein Stopp. Ja. Ich habe bisher noch keinen meiner damaligen Freunde gefunden. Haus des allwissenden Bruders oder der allwissenden Brüder. Ah, es gibt also doch noch Lebende.
Wow. Oh. Nein, ich will alles lesen. So. Mido ist seit einiger Zeit verschwunden. Wo er wohl steckt. Toll, jetzt habe ich was verpasst. Na egal. Ein kalter, dämonischer Wind weht aus der Richtung des Waldtempels. Salia ist fort. Sie sagte, sie wolle etwas dagegen unternehmen. Der Waldtempel befindet sich bei der heiligen Lichtung, tief in den verlorenen Wäldern. Seit der Dekobaum uns nicht mehr beschützt, treiben sich unheimliche Kreaturen in den Wäldern herum. Ich habe Angst. Oh, ja, stimmt, der Dekobaum ist ja von uns gegangen. War ich nicht. Oh. Na, kann ich jetzt auch nicht viel machen, ne? Ich gehe dann gleich auch mal wieder. So, wir sind hier. Haus von Mido. Mido, bist du da? Oh, Truhen. Und ein Typ. Mehrere Typen. Warum folgt ihnen eine Fee? Sie sind kein Kokiri. Doch, bin ich. Sie haben mit Sicherheit keine Probleme, den Tempel zu betreten, mein Herr. Wurden sie von den Kreaturen belästigt? Als der Dekobaum uns noch beschützte, haben sich keine Dämonen hier herumgetrieben. Weil es draußen so gefährlich ist, habe ich das Haus nicht mehr verlassen. Nun langweile ich mich hier zu Tode. Was mit Essen und Trinken? Diese Kokiris sind mir ziemlich Was gibt's denn hier alles? Wo kommen die denn alle her? Ziemlich komisch. Okay. Na. Stirb. Okay. Springe von Stein zu Stein. Du springst automatisch, sobald du auf der... Okay, das haben wir damals nicht gelesen. Hallo? Na gut. Willkommen. Wir verkaufen Schilde, aber keine Schwerter. Okay, der hat gar nichts mitbekommen, was da draußen geschieht. Sie können mit Sicherheit kein Dekoschild mehr benutzen. Dafür sind sie zu alt. Was soll das denn heißen? Nein, ich will nicht mit dir reden. So, du da. Wenn sie einen Bogen besitzen, können sie im Laden Pfeile kaufen. Haben sie einen Bogen? Nein, ich habe keinen Bogen. So, hier hinten gibt es nichts mehr. Dann auch wieder raus hier. Ich würde mich würde gerne mal interessieren. Ich würde gerne mal wissen, wie es dem Dekobaum ergangen ist. Also wie es jetzt gerade da aussieht. Na komm, stirb. So, noch ein. Ja, eine gute Taktik mit dem neuen Item ist einfach, die Viecher hier zu töten, ohne dass sie sich umdrehen. Das ist ganz schön praktisch, muss ich sagen. Wow, überall sind diese Riesenviecher. Es gibt hier immer so eine Millisekunde, an der ich nicht schlagen kann. So, lass mich mal in Ruhe. Ah, oh, natürlich. So, der Dekobaum. Ist der nicht mit offenem Mund gestorben? Und jetzt ist sein Mund wieder zu. Der Dekobaum verarscht uns. Der ist gar nicht tot. Der spielt das alles nur vor, weil er keinen Bock hat, die Welt zu retten. Da kommen wir auch nicht rein. Ja, der Mund war offen, dann ist er gestorben, oder? Ja, genau so ist es nämlich verlaufen. Und jetzt ist der Mund zu. Warum ist der Mund zu? Oder war Mido das, weil er sich nicht mit ansehen konnte, wie ein... Wie die ganzen Warum ist das wieder da? Wie die ganzen Parasiten in den Dekobaum reinsteigen. Quasi die Aasfresser. Okay. Natürlich, ich kann es trotzdem angreifen. So, hier wohnte, glaube ich, Salia, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Gucken wir doch mal hier rein. Du bist nicht Salia. Was machst du hier? Sie scheinen viel in der Welt herumgekommen zu sein. Haben Sie jemals einen Jungen namens Matt getroffen?
Mido behauptete damals, dass dieser Junge Schuld am Tod des Dekobombs hatte. Nur Salia hat Med immer verteidigt. Oh, wie nett. Vielleicht hatte Mido Unrecht. Natürlich hat Mido Unrecht. Mido ist ein Vollidiot. Gut, ich könnte mal gucken, was in meinem Haus so abgeht. Da waren wir ja lange nicht mehr drinne. Was soll das? So, du Scheißvieh hast es verdient, brutal zu sterben. So. Schied dir recht. Okay, einmal kurz hier hoch. Und hier rein. Alles ist so winzig. Oh, was steht hier? Bestleistungen von Med. Skaltula-Symbole 20. Größter Fang 0 Pfund. Was meinen die mit Fang? Frauen? Bestzeit beim Marathon 0 Sekunden. Bestzeit beim Pferderennen 0 Sekunden. Bogenschießen 0 Punkte. Okay, man sieht, uns erwartet noch einiges. Ich kann anscheinend in Räumen nicht springen. Das finde ich interessant. So. Damit das Vieh mich jetzt hier nicht angreift. Gehen wir kurz hier links rum. Und wir machen uns auf in den verlorenen Wald. Denn da ist ja diese heilige Lichtung. Da waren wir ja schon mal, haben wir Salia getroffen, die uns dann ihr Lied beibrachte. Den Weg kennen wir ja auch noch. Hoffentlich. Und ja, dann werden wir über mehr erfahren. Navi, was möchtest du? Ich frage mich, was in Kokiri gerade passiert? Auch um Salia mache ich mir Sorgen. Ja, wir sind doch gerade in Kokiri, du Frappe. Okay. Lala, 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 lala. Hier gibt es nichts Neues. Ein Loch. Da will ich auch kurz reingucken. Ja, praktisch so ein Emulator. Man sieht alle Geheimnisse. So, was ist denn Geld? Geld ist immer gut. Oh, nein, Entschuldigung. So, egal. Da ist er. Was ist hier drin? Na, ein Fünfer. Okay, noch was Lustiges, damit ich es mal gezeigt habe. Irgendwann muss es natürlich kommen. Tut mir leid, dass sich das jetzt so ein bisschen zieht. Ja, wenn man das Ding mit einer Bombe triggert, wird es eine Rakete. Fliegt in die Luft und explodiert. Ich weiß nicht genau, was für einen Sinn das hat. Ich glaube mal keinen. Aber es ist trotzdem ein lustiges Easter Egg. So, ich glaube, wir waren genau hier lang. Und wer ist da? Natürlich Mido. Wer sind Sie? Mich können Sie nicht täuschen, auch wenn Sie Kokiri-Kleidung tragen. Ich habe Salia versprochen, Sie vor allen Gefahren zu schützen. Ich will aber durch. Hallo. Lass mich durch. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich möchte... Hier durch. Nein, ich möchte nicht reden. Nein. Kann ich da irgendwie rüberspringen? Nein, nicht reden. Okay. So, Salia vor allen Gefahren schützen. Das heißt, wenn wir ihm beweisen, dass wir Salia kennen... Ja. Und ich habe mich sogar daran erinnert. Man sieht Lernerfolge. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch. Irgendwie erinnert er mich an jemanden.
Ja, ne? Arschloch. So, kennen wir den Weg noch? Hier scheinen wir nicht richtig zu sein. So, dann müssen wir nach rechts. Sieht nicht so aus. Geradeaus. Ja, okay. So, man kann das ein bisschen erkennen. Jetzt müssen wir nach links, genau. Man erkennt es, wo man lang kann und wo nicht. So, hier nicht. Hier auch nicht. Oder? Ich glaube, es war was hier. Man erkennt es doch nicht. Ich glaube aber, wir müssten hier lang, oder? Das war falsch. Okay. Auf ein neues. Wir können es leider nicht mehr hören, wo die Musik herkommt. Deswegen muss ich ein bisschen raten. So, links. Vielleicht kannst du mir den Weg nennen. Komisch. Nee, okay. Dann geradeaus. Dann links. Richtig, richtig. Gut, dann müssten wir hier jetzt nach rechts. Das sollte richtig sein. Ja, ich habe gedacht, wir müssen noch einen Raum weiter und dann nach rechts. Aber ja, natürlich habe ich euch geirrt. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke Z und das kennen wir ja. Ne? Drücke Z und stelle dich gleich in die richtige Richtung. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Hast du dich richtig hingestellt, halte Z gedrückt und laufe seitwärts, um die Ecke. So kann dir niemand auflauern. Toll, Navi, jetzt hast du mir Angst gemacht. Oh, wer ist das? Irgendwie fies, diese Typen. Hallo? Wow, okay. Jetzt habe ich mich erschrocken. Nee, ich wollte gucken, ob man die Dinge anvisieren kann, aber Navi möchte das anscheinend nicht. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind und wir werden es wohl nie erfahren. Okay, ich scheine nur waagerecht zu laufen. Ein bisschen angelockt, damit ich den... komm schon, damit ich die Hand treffen. Natürlich. Daneben so. Das ist einfacher. Den habe ich auch. Okay, dann gab es ja hier diesen Wasserweg. Komme ich da lang? Da komme ich auch lang. So, und dann waren wir eigentlich schon fast da. Hier gibt es wahrscheinlich noch so einen Typen, oder? Natürlich. Okay. Oh, Herzen. Gut, dann. Oh. Ein fettes Vieh. Aber auch nicht zu schwer. Und wir sind vorbei. So, Navi, was ist das denn? Okay, Navi will mir nicht sagen, was das ist. Und töten ist einfach. Und wir bekommen Geld. Ups. Okay, Navi? Ach, Navi. Salia, bist du da? Hallo? Keine Salia.
Oh, den kennen wir. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Ich spiele das Menuett. Korrigiert mich, falls ich hier mit dieser Betonung falsch liege, beziehungsweise mit der Aussprache des Waldes. So, das hätte ich mir nie merken können. Ah, oben links, rechts, links, rechts. Da. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Matt, wir werden uns wiedersehen. Okay, ciao, ciao. Das kennen wir doch, das kennen wir doch. Vielleicht ist es ein Sohn von Impa. Ich meine, sie hat genau den gleichen Move wie er gemacht. Und so unwahrscheinlich ist das eigentlich gar nicht. Ich hätte sie ihn irgendwie in Kakariko festgehalten, damit ihm nichts passiert. Und, ach ja, übrigens, ich versuche hier gerade in den Waldtempel zu kommen. Denn man sieht, da oben ist der Eingang und wir kommen nicht hin. Und ja, wir haben ja diesen Fanghaken und können uns irgendwo hinziehen. Deswegen werde ich das einfach mal ausprobieren. Und ja, so schwer war das Rätsel jetzt nicht. Außer man weiß nicht, wo man den Fanghaken herbekommt. Aber man muss einfach ein bisschen suchen und... Das dauert halt ein bisschen, aber es ging ja diesmal schnell. So, wir sind im Waldtempel. Wir werden nach eben diese Viecher hier töten. Ein bisschen stärker als früher. Den habe ich. Aua. Und ausgetrickst. Okay, ist eine Deko-Nuss, okay. Okay. So, jetzt darf ich nie wieder okay sagen. Für dieses Let's Play. Ich habe meine Okays verbraucht. Naja. Und naja auch. Ich würde sagen, das war's für heute. 28 Minuten. Ich denke, dafür, dass ich so ein bisschen in der Welt herumgeschlendert bin, ist das okay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Ja. Den Waldtempel, wo wir gerade sind, werden wir dann wohl im nächsten Part anfangen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, euer Mattmobil. Ciao.